Habe ich Geburtstag? Ich bin nicht einsam. Mein Bein tut nur weh. Sie ist wirklich Masseurin. Die kostet 500 die Stunde Minimum. Weil sie heiß aussieht, ist sie eine Nutte? Was für eine armselige Logik ist das? Die eifersüchtig neidische. Ich hatte in der Schule nie Sexlogik. Hallo? Sie ist staatlich geprüfte Masseurin. Also komm schon. Gott, ist das eine schöne Frau. Und nur weil sie schön ist, soll ich es machen? Was für eine Logik ist das denn? Die eifersüchtig-neidische, ich bin verheiratet und darf nicht Logik. Hallo. Hi. Hören Sie, ich bin sicher, Sie machen das fabelhaft, aber ich kann... Kamisu Mano. Hä? Hey, lassen Sie meine Hand los. Sie versteht nur Spanisch. Oh. Au! Ah! Bueno. Bitte freimachen. Kein Fan von Bestroganov? Ich habe keinen Hunger. Die Antibiotika können Übelkeit auslösen. Der Krankenhausfraß auch. Untersuchen Sie lieber mein Auge. Das Blutgerinnsel ist nicht lebensbedrohlich. Wir konzentrieren uns darauf, die Ursache des Ganzen zu finden. Das bedeutet, mein Auge bleibt so? Dankeschön. Adios. Sie ist Masseurin. Sieht eher aus wie eine Masseuse. Hat's geholfen? Es geht mir gut. Schon gut. Das Echo war unauffällig. Kein Zeichen von Wucherungen an den Herzklappen. Wie Sie wissen, kann ich Ihnen jede Analyse auseinandernehmen. Die Antibiotika haben auch keine Wirkung. Dann verdoppeln Sie die Dosis auf 70 Milligramm. Damit legen wir seine Nieren still. Oh, Sie haben recht. Retten Sie die Nieren. Der, dem wir sie implantieren, wird dankbar sein. Ich habe auch eine Idee für sein Auge. Für sein Auge können wir nichts tun. Das Gerinnsel sitzt auf der linken... Wenn wir etwas von der Augenflüssigkeit entfernen, schafft das vielleicht Platz um die Netzhautarterie herum. Wenn sie sich erweitert, wandert das Blutgerinnsel vielleicht ab. Wirklich kreativ. Wieso haben Sie das nicht früher gesagt? Weil ich nicht früher darauf gekommen bin. Hätten Sie aber sollen. Das tut jetzt sehr weh, oder? Das Auge ist betäubt. Du spürst nur etwas Druck. Warte eine Minute. Ich kann sehen.